Hallo, herzlich willkommen auf Davids Kanal. Ich habe einfach zwischengefragt, da kannst du benutzen, als Anfang. Das werde ich jetzt für jedes Video als Anmoderation benutzen. Hallo erstmal, ihr kennt das ja immer dann, wenn ich mich an dieser Stelle zu Wort melde, dann heißt das, irgendwas ist schiefgelaufen. Und naja, man ist bei den Rocket Beans zu Besuch, bei denen gerade alles so im Aufbau ist, unter anderem auch die Technik. Weshalb die Kamera, mit der wir gedreht haben, nach rund 20 Minuten einfach den Geist ausgegeben hat. Und dann war dann auch noch mein Mikrofon nach rund 10 Minuten aus. Das werdet ihr in diesem Video merken. Seid mir also nicht böse wegen der Tonaussetzer und dem abrupten Ende. Ja, wir haben hiermit gerade dann angefangen, würde ich sagen. Hallo, zurück. Hi. Ein Jahr ist es her. Hallo David. Dich hatte ich damals noch nicht, Aber jetzt ist es endlich soweit. Jetzt habe ich euch alle hier vereinigt. Letztes Mal war es so, dass wir nicht die Zeit gefunden hatten für die Zuschauerfragen. Und da gab es jede Menge. Und jetzt gibt es, glaube ich, noch mehr als letztes Jahr. Jetzt erstmal an euch, so von mir. Wie war es denn jetzt die erste Woche? Zwei läuft jetzt. Zwei? Jetzt läuft gerade die zweite. Morgen haben wir offiziell zwei Wochen überlebt. Zwei Wochen Geburtstagsparty. Es ist so ein bisschen wie so früher im Mittelalter, so bei kleinen Kindern. Da wurde ja auch nach zwei Wochen schon der erste Geburtstag gefeiert, weil man nie wusste, wie alt das Kind wird. Und so ist das bei uns auch. Also man muss die Feste feiern, wie sie kommen. Und zwei Wochen zu erreichen, ist bei uns auf jeden Fall schon eine Party wert. Die Zahlen sind gut. Die reinen Click-Views, whatever, Zahlen. Wir haben so im Schnitt, ich kann es jetzt nicht genau sagen, es gab sogar in unserem Reddit-Forum hat einer fast eine Hausarbeit, eine 17-seitige Arbeit darüber geschrieben, wie unsere Zuschauerzahlen sind, also völlig crazy. Es gibt ja sogar Apps, habe ich gesehen, wo eure Sendepläne. Das ist echt krass. Also das sind halt auch so Sachen, die uns halt zeigen, dass es funktioniert, beziehungsweise dass es uns ein gutes Gefühl gibt. Aber im Schnitt würde ich sagen so, es kommt natürlich darauf an, zu welcher Uhrzeit man guckt. Also nachts um vier haben wir halt immer noch irgendwie 3.000, 4.000 Leute im Stream. Mhm. Und wenn es auf die Primetime zugeht, dann auch mal 20.000, 30.000 oder so. Also da sind die Zahlen schon echt geil und da sind wir auch echt happy. Natürlich will man immer mehr und noch größere Reichweite und so. Aber erstmal ist das was, womit wir arbeiten können und womit wir sehr, sehr happy sind. Die Pläne zu diesem Sender oder zu einer Art Sender, die hatten wir schon seit Ewigkeiten, seit Jahren eigentlich. Und jetzt haben wir es einfach mal gemacht und die letzten zwei Wochen waren auf jeden Fall anstrengend. Also gar keine Frage, weil wir hätten gut und gerne noch sechs Monate, ein Jahr irgendwie an Vorbereitungszeit gebrauchen können. Im Moment rotiert es eigentlich an allen Ecken und Enden so. Und da aber die guten Zahlen und auch das Feedback und wie die Community mitmacht, das ist schon fett. Und das ist dann echt so, ist Öl für die ratternden Triebwerke irgendwie für uns jetzt gerade so. Jetzt mal offen gesprochen, das mit Game One würde euch ja nicht völlig aus dem Nichts ereilt haben, aber ja. Also ich sag mal so, klar, wenn du von einer wöchentlichen auf eine zweiwöchentliche Ausstrahlungsfrequenz kommst, dann denkst du dir natürlich erstmal, das ist kein gutes Zeichen. Mhm. Aber gleich, da gehst du auch trotzdem nicht davon direkt aus, dass es nach acht Jahren das Ende ist. Und bis zuletzt hatten wir eigentlich schon die Hoffnung, dass es irgendwie weitergeht. Es gab ja auch Gespräche, da war dann sogar die Rede davon, dass wir es europaweit anbieten. Ja? Also weil die gesagt haben, okay, für Deutschland alleine rechnet sich's nicht, aber wenn wir es schaffen können, euer Format noch in drei anderen Ländern anzubieten, dann würde sich vielleicht wieder refinanzieren. Hm. Das heißt, wir haben eigentlich schon bis zum Schluss gehofft, irgendwie die Marke und das Ding weiterzumachen. Das war ja irgendwie zwei Wochen, bevor der Vertrag auslief, haben wir dann final erfahren, dass es wirklich nicht weitergeht. Jetzt in Folge auch so ein bisschen so, dass da ist schon so hart bedrückte Stimmung gewesen, ne? Ja, das ist ja auch keine Frage. Also acht Jahre, also keine Ahnung, also in diesen acht Jahren gab es immer wieder die Situation, geht es jetzt überhaupt weiter, geht es nicht weiter und so. Und das ist halt, ist irgendwie für TV auch irgendwie normal. Also es ist eher unnormal, dass man sowas tatsächlich acht Jahre lang durchrocken kann. Ja, das stimmt. Also ja. Das auch so frei. Also. Exakt, das wissen wir irgendwie auch. Und wie gesagt, es gab immer wieder schon die Momente, wo wir eigentlich gedacht haben, okay, das war es jetzt sehr wahrscheinlich. An dieser Stelle versagte dann übrigens mein Mikro. Ich habe genau an diesem Punkt gerade gefragt, ob die Jungs sich da nicht ein bisschen überhoben haben mit diesem 24-Stunden-Livestream und ob sie das mit Arbeit nicht erdrücken würde gerade. Es ist auch harte Arbeit, es ist einfach so, auch wenn das nicht nach außen so aussieht und das ist ja auch der Job eines Moderators, sage ich mal, dass es ein gutes Feeling und Spaß rüberzubringen.
und das niemanden spüren zu lassen. Und eigentlich ist es ja ein Kompliment, wenn die Leute das dann nicht merken, weil dann hat man ja seinen Job eigentlich auch richtig gut gemacht. Aber natürlich ist, steht hier eine Menge an und auch eine Menge Druck. Budi hat es gerade auch schon gesagt, wir hatten vor Weihnachten, oder du warst, glaube ich, weiß nicht, sorry, hätte es auch sein können, dass wir zwei Drittel oder das halbe Team oder das ganze Team hätten auf die Straße stellen müssen und denen das irgendwie an der Weihnachtsfeier hätten verkünden müssen, weil wir sie einfach nicht mehr hätten finanzieren können. Das ist, und da das hier, wer uns kennt und weiß, wie wir eng verflochten sind, auch mit unseren Mitarbeitern, das sind nicht einfach irgendwelche Kollegen, die man mal in der Kantine irgendwie sporadisch sieht, sondern das ist echt eine fast schon familiäres Klima, was wir hier haben, dann kann man sich vorstellen, wie einem das auch an die Psyche geht, sowohl für uns als Entscheidungsträger, als auch für die Leute, die Angst haben um ihren Job. Gleichzeitig musst du eine lustige Comedy-Sendung raushauen, mit dem Druck, das ist die letzte übrigens, die muss auch nochmal richtig sitzen. Also da kommen viele Sachen zusammen, die dann auch die das schwer und auch anstrengend machen. Und ich sage das deshalb so ausführlich, weil wir halt auch mit viel Kritik konfrontiert sind, weil durch dieses Crowdfunding-Ding, in dem Moment, wo du die Hand aufhältst, sag ich mal, und sagst, supportet uns, da werden die Leute natürlich instant kritischer, weil sie sagen, ey, jetzt zahle ich aber hier auch was, jetzt will ich dafür auch eine Gegenleistung haben, was ja auch korrekt ist, ja. Auf der einen Seite machst du dich ja abhängig von Netzwerken zum Teil oder diesen YouTube-Mechanismen. Bei Patreon wiederum machst du dich dann, also in eurem Fall bei Spenden, habe ich so ein bisschen die Sorge, dass dann irgendwann der Punkt kommt, wo die Leute sagen, du pass mal auf, ich bezahle dich hier, mach das, was ich will. Also es gibt zwei Gründe, die für uns auch ganz krass gegen Patreon sprechen. Zum einen ist es, die Einnahmen, die ja dann durch Patreon auch ganz deutlich für alle sind. Das heißt, jeder sieht, wie viel du als Firma einnimmst. Das ist eine Form von Transparenz, die eigentlich nur dann Sinn macht, wenn auch die Leute wissen, was du als Firma ausgibst. Weil da steht dann irgendwie ja, 120.000 Euro pro Monat und dann, wer will denn eigentlich beurteilen, ob das viel ist oder nicht? Das kann man ja nur beurteilen, wenn man weiß, was die Ausgaben sind. Und das würde wiederum bedeuten, dass wir unser komplettes Geschäft darlegen müssen, inklusive Gehälter von Mitarbeitern und so weiter und so fort. Ich finde, das geht auch einen Schritt einfach zu weit. Das macht keine Firma der Welt. Und egal, für welche Form von Entertainment man Geld ausgibt, egal, ob du am Kiosk einen Kicker kaufst oder Sky abonnierst oder weiß ich nicht was machst, du hast nie diese Infos. Ja? Du weißt auch nicht, ob die nächste Kicker-Ausgabe dir gefällt, wenn du ein Abo abschließt oder ob genügend Seiten über deinen Verein drin sind oder ob dein Lieblingsredakteur schreibt oder weiß ich nicht was. Das sind alles Sachen, da sind wir hier konfrontiert mit einer Anforderungsliste, die eigentlich völlig neu ist und untypisch ist für Leute, die sagen, hier sind 24 Stunden jeden Tag Entertainment von diesen Leuten. Und entweder das ist dir 5 Euro im Monat wert oder nicht oder 10 oder 3 oder was auch immer. Aber irgendwo, ich bin dankbar für jeden, der uns supportet und so, aber dass man komplett die Hosen runterlassen muss und komplett einen Seelenstrip machen muss und alles erklären muss und sich rechtfertigen muss, finde ich, ist irgendwie ist ein Stück zu viel verlangt, auch ehrlich gesagt. Ich möchte auch mal so ein bisschen diese negative Stimmung oder diese Färbung aus dem Thema Finanzierung nehmen, weil ich das überhaupt nicht so empfinde. Es gibt halt immer Leute, die dann sagen, was, ihr wollt jetzt von euren Zuschauern Geld, was ist das für eine Abzocke? Und es gibt dann aber auch Leute aus dem Kollegenkreis, sage ich mal, die dann sich darüber echauffieren und sagen, was, das finde ich aber scheiße, dass sie jetzt ihre Zuschauer zur Kasse bitten. Ich empfinde das überhaupt nicht so. Ich empfinde das als eine Mündigkeit, die einem Zuschauer gegeben wird, die ich überhaupt nicht missen möchte. Wir kommen alle von Giga. So, wir haben alle Game One gemacht. Und das war in beiden Fällen so, Giga hatte seine Fanbase und irgendwann wurde dem Zuschauer gesagt, ey, das refinanziert sich nicht, das wird jetzt eingestellt, du bekommst dieses Programm nicht mehr. Und da wird der Zuschauer vor vollendete Tatsachen gestellt. Und es gibt immer noch heute Leute, die zum Beispiel Giga nachtrauern. Ich weiß, Giga gibt es noch, ich möchte jetzt den Kollegen da nicht vor den Karren fahren, aber ich meine halt so, wie es halt damals gewesen ist, vor 10 Jahren oder noch weniger. Und jetzt haben wir aber ein Modell gefunden, was den Leuten die Möglichkeit gibt, wenn ihnen dieses Programm gefällt, das sozusagen mit Geld zu unterstützen. Und das ist eine Mündigkeit, die hatte früher niemand. Wenn heute rauskommt, okay, dieser Sender refinanziert sich nicht, dann haben die Zuschauer wenigstens die Möglichkeit gehabt, das zu beeinflussen. Und ich finde es halt auch völlig in Ordnung, dass man für etwas bezahlt, was einem was wert ist. Wir alle zahlen Kohle für Spotify oder Simfy oder vergleichbare Dienste oder für Watchever oder Netflix, um Serien zu gucken. Das sind einfach Dinge, die halt auch Geld kosten. Und
man ist in den letzten Jahren seit Entstehung des Internets so ein bisschen in so eine Kostet-nichts-Kultur, gerade im Entertainment-Bereich, gerutscht. Und da muss man einfach auch mal von wegkommen. Also es war so der erste Anarcho, das Anarcho-Zeitalter, und das ist jetzt auch, finde ich, mal Zeit, das zu beenden und zu sagen, ey, es kostet nicht nur etwas haptisches Geld, in Snickers oder in Kicker oder sonst was, sondern es kostet eben sowas auch Geld. Und wenn du Bock auf sowas hast und da deine Zeit für investierst, dann ist es doch völlig okay, wenn das auch was wert ist und du das bezahlst. Also ich finde das überhaupt nicht negativ, ich finde das völlig okay, und das muss man auch mal dazu sagen, es ist absolut freiwillig. Also es wird niemand, der sich das nicht leisten kann, der wird von uns ausgeschlossen in irgendeiner Form. Deswegen, ich finde das eigentlich überhaupt nicht negativ behaftet, diese ganze Geschichte. Ich hatte aber einen Kommentar damals gelesen, auch unter einem eurer Videos, den ich tatsächlich auch valide fand, der schrieb, wenn es sich bisher nicht getragen hat, also wenn es sich bisher nicht gerechnet hat, durch die Finanzierung, durch Viacom, wie kann man davon ausgehen, dass es jetzt künftig dabei sein wird? Also Viacom hat eine eigene Vermarktungsabteilung. Wir haben das nie selbst gemacht. Viacom hat bei uns ein Produkt bestellt, Game One, das haben wir gebaut und den angeliefert. Und danach war das für uns vorbei. Was die mit der Industrie gemacht haben, welche Werbedeals die abgeschlossen haben und welche Preise die auch aufgerufen haben, damit haben wir überhaupt nichts zu tun. Das heißt, wir haben diesen Part der Refinanzierung nie gemacht. Das war auch bei Giga so, da waren wir nur Angestellte. Das haben wir auch nicht refinanziert. Und das ist ja aber auch genau der Punkt. Wir haben ja eine Mischfinanzierung. Wir gehen ja in die Industrie. Wir versuchen, Leute zu finden, die uns sponsoren, die Werbung bei uns schalten. Und gleichzeitig versuchen wir auch, den Zuschauer mit einzubinden in die Refinanzierung. Und das ist übrigens genau dieser Part. Den gab es vorher nicht. Den gab es bei Viacom nicht, bei Refinanzierung von Game One. Und den gab es bei Giga eben auch nicht. Und deswegen ist das unter anderem auch ein Unterschied. Und den gab es auch bei unserer YouTube-Seite, gab es den ja auch nicht. Und tatsächlich ist es ja auch so, das habe ich ja auch, Commander Krieger und so hat das ja auch kritisiert und in den Comments und so, da wird ja auch viel durcheinander geworfen, da haben die Leute gesagt, ja kein Wunder, also ein YouTube-Channel mit 24 Leuten, der trägt sich nicht, ja, das ist ja natürlich auch Quatsch, wir hatten ja nicht einen YouTube-Channel mit 24 Leuten, sondern wir hatten eine wöchentliche TV-Sendung mit 24 oder 20 Leuten, keine Ahnung. Jetzt haben wir ein ganz anderes Konzept. Also erstens mal, dass wir 24 Stunden senden und einen Sender haben, der eigene Werbeplätze hat, wovon wir auch profitieren. Also wenn bei Game One eine Werbung geschaltet wurde, haben wir davon keinen Cent gesehen. Wenn Game One irgendeinen Deal mit Snickers eingetütet hat, haben wir davon keinen Cent gesehen. All diese Sachen können wir jetzt quasi selber in die Hand nehmen. Plus, wir haben jetzt volle Kanne uns auf ein Projekt konzentriert. Früher haben wir bei YouTube ein Beiprodukt, wenn noch ein bisschen Zeit ist neben Game One, machen wir was für YouTube. Jetzt ist das unser Hauptaugenmerk, was die gleiche Leidenschaft und Intensität erfährt, die ein Game One im Prinzip erfahren hat, auch wenn es ein anderes Produkt ist, und das ermöglicht einem dann natürlich auch, sich anders aufzustellen, inhaltlich als auch wirtschaftlich. Muss mich ganz reißen, muss ich mich rausziehen. Okay, du hast eine Sendung. Tschüss, Budi. Es kamen halt unglaublich viele Fragen, das ist irgendwie klar, von Leuten, die gerne halt so die alten Figuren, also kommt ein Eduard Leser zurück, gibt es halt diese Gaming-Gags, wie ihr sie bei Game One gemacht habt? Ich vermute mal, also jetzt meine Vermutung wäre jetzt eher nein. Ja, klar, das ist natürlich auch eine finanzielle Sache. Ja. Also wenn du mich nach einer Idealvorstellung fragst, natürlich wird es dann so ein Format wie Game One auch auf unserem Sender geben und sowas wie Quelle Internet einmal die Woche und weiß ich nicht, fette Quizshows, und das ist aber eine Vision, keine Ahnung, vielleicht ist es in 10 Jahren so, dass halt hier wirklich richtig krass High-Quality-Sachen stattfinden. So, und da ist die Kamera dann aus gewesen. Es gab noch die Beantwortung der Frage, was dann mit Figuren wie Eduard Laser denn passiert, und Eddie meinte, dass er Eduard Laser zum Beispiel viel zu cool findet, als die untergehen zu lassen. Sie gucken mal, wie sie diese Figuren immer mal wieder auch auftauchen lassen können. Aber am Anfang wird es jetzt eher dieses Programm geben, was ihr gerade seht. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit dem Interview. Und die Jungs haben gesagt, ich bin gerne wieder eingeladen. Vielleicht kann ich dann beim nächsten Mal endlich mal alle Fragen stellen. Da ist einfach der Wurm drin. Trotzdem, Dankeschön fürs Zuschauen, und wir sehen uns beim nächsten Interview. Tschüss.